Moin moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play von Path of Exile. In Akt 8 sind wir angekommen. Sehr gut, im letzten Part ein cooler Bosskampf, also richtig schnell. Und glaube ich ohne Schaden überlebt. Sehr cool. Ja, ist natürlich schon ein OP-Bild. Also er ist sehr unbekannt, kannte ihn sonst eigentlich kaum. Ich habe ihn schon mal gespielt, aber mit einer ganz anderen Skillung. Die momentane Skillung ist natürlich schon viel, viel stärker. Damals hatte man halt einfach auch die Totemnotz nehmen müssen überall sonst. Also nicht bei am Crystal Bond, aber bei zum Beispiel der Skyen musste man die nehmen. Und das ist jetzt nicht mehr nötig. Das haben sie eigentlich relativ gut balanciert. So. Und ja, wir wurden durch das Labyrinth, die zweiten. Hier Ritual of Awakening, 5% mehr Schaden pro Summoning Totem. Haben wir eigentlich immer 30% mehr Schaden. Und das lohnt sich schon sehr. Also man sieht's. Wir laufen flüssig durch die Gegner. Müssen gar nie irgendwie zielen. Ist einfach sehr smooth. Also für jeden Einsteiger und Solo-Silphon-Spieler herzlichst zu empfehlen. Sehr gut. Und wenn ihr mal ein Skilltree und so haben wollt, ich kann den Link zu einem Charakter von einem anderen Spieler posten. Der hat das schon Anfang Season eigentlich sehr gut Solo-Silphon durchspielen können. Also der Bild, der ist einfach mächtig stark. Aber er gehört nicht zu den OP-Charakteren, also der Bild ist nicht populär. Also OP ist er schon jetzt, also wird er auch sein. Aber ja, wie sagt man dem? Wenn ein Bild sehr, sehr beliebt ist. Ja, wenn es nicht sehr beliebt, wahrscheinlich spielen es nur zwei Leute, ich und derjenige, von demjenigen ich das habe. Habe ich einfach im Forum gefunden, hat er einmal mal gepostet. So. Chevron, und Chevron ist in Akt 5. Okay. Oder in Akt 5. Nein, Akt 4 und Akt 6, stimmt. Hier haben wir Lebensregeneration sehr viel, aber alles andere ist grottig. Mili auch. Nichts Gutes. Ja, haben wir schon gemacht. Genau. Sodele und dann machen wir gleich weiter. Da meine ich jetzt auch nichts mehr zu erledigen. Also Prophecy haben wir eigentlich nur noch die Queen zu erledigen. Und haben wir das jetzt gemacht mit der Arakali? Oder? Also es ist doch eine Queen. Queen Arakali. Kann vielleicht auch Ding sein, Solaris und Lunaris. Werde ich mir dann nochmal ausschauen. Ja, diese Chaos-Topf-Pützen da. Unholy Ground, oder wie der heißt. Der macht natürlich schon viel Schaden. So, der Gebietsboss. Schon tot. Die sterben auch so, als würde es ihn, also würden sie es einfach nicht sehen. Ja. Ist halt nicht so eine wuchtige Attacke, der Kugelblitz. Sie fallen einfach um. So.
Chesspool. Dieses zweite Gebiet ist eigentlich immer sehr viel besser. Das ist einfacher. Das erste Gebiet ist einfach wegen den Pfützen sehr nervig. Und hier sind einfach diese Schleimdinger, die geworfen werden, die ein bisschen Schaden machen. Sonst macht es eigentlich nichts Schaden. Zu klein die Namen. So. Dann sind wir bei der Order gleich. Ja, die hat schon ein paar Schönheitsoperationen gehabt. Die sieht natürlich jetzt schon wunderschön aus. Sarkastisch. Ist natürlich ein bisschen dicke. Tauch mal auf. Ja, sie hat einfach nur noch die dicken Fetzen, genau. Also sie hat Schwabbelbauch, Schwabbelhaut. Genau. Du Arme, wir haben sie im Akt 4 zum Platzen gebracht, scheinbar. Oh je, die Arme. Ist mir gar noch nie so richtig aufgefallen. Ich dachte immer, das war eine Robbe oder so, aber es ist nur Fett. So. Eines meiner Lieblings-Dinge, ja. Levels, optisch. Und auch ein bisschen herausfordernd, da wir den richtigen Weg finden müssen. Müssen wir die Nebenquest machen. Den einen Eingang finden, den zweiten Eingang finden, macht sehr viel Spaß. Und die Gegner sind auch sehr innovativ. Manche werfen Fallen, manche werfen Objekte und so. Jetzt weiß ich gar nicht, was es war. Einfach so Speere noch. Ja, Bogenschützen gibt es ja auch, den haben wir schon. Ja, das sind einfach die Fallen, die geworfen werden. Noch. Ja, und da diese Wirbel. Genau. Okay, Akt 8 ist sogar leichter als Akt 6. Ui. Shit, bin ich müde. Immer so müde. Weil man den ganzen Tag fleißig Sport macht. Also ich. Ich weiß nicht, wie viel ihr Sport macht, aber ihr seid natürlich auch Zocker. Und Zocken und sehr viel Sport machen geht auch. Man ist einfach manchmal ein bisschen zu müde zum Zocken. Also ihr untertreibt es natürlich. Also auf einem riesen Ding, also ich mache ja meistens auch sehr viel Kampfsport neben dem Fußball. Also Bruce Lee alles gemacht hat und ich mache das meistens noch ein bisschen übertriebener. Ja, ist schon extremst. Bald kann ich auch den Spagat. Da kann ich natürlich noch viel mehr besseren Kampfsport machen. Es dauert nicht mehr lange. So.
Dieses Event, diese Quest haben wir auch schon erreicht. Ich finde die Kugelbälle so geil. Kugelblitze. So, mit diesem Curry Spirit machen sie natürlich noch mehr Spaß. Wir müssen den aber irgendwann mal upgraden können. Das sollte hoffentlich bald mal procken. Weil so langsam gehen die Silvercoins von der Gegentour auch weg. Gut. Sie bekommen gleich, glaube sogar zwei Skillbücher für eine von dieser Quest. Und eine von einer Quest, die im nächsten Gebiet ist, wo man die, ich weiß gar nicht, diese eine Gruppe töten muss. Okay, mal Rockmarke, kann wieder eine Rockkiste irgendwo sein. Na, ich will die schon noch finden. Dann machen wir ab dort. Ja, machen wir im nächsten Part dann. Die nächsten Heists, genau. Okay, scheinbar haben wir die Kiste verpasst. Aber wir gehen natürlich genau den richtigen Weg. Okay, doch nicht. Hier ist der richtige. Schau noch mal oben, hä? Wir können ja schnell rennen mit dem Trinken. Gas wird sehr wichtig. Da muss doch irgendwo eine Kiste sein. Das ist doch oben noch etwas. Vielleicht doch so eine Kiste hier. Okay. Schaffen wir das? Mal wieder Lust bekommen. Boah, dieser Schaden aber manchmal. Ja, gelohnt hat sich's aber nicht. Installing Orb. Dankeschön, sehr nett. So, hier haben wir gesagt Crucible Slot. Dann, das hier. Maps Absorb 5% more Corruption. Ich glaube nicht, dass wir immer 5-mal pro Map transformen. Also zuerst das hier. Ja. Und später dann natürlich Mitte eher valorisieren. Wir können immer umskillen. Ja. Sehr gut. So, auch ein ziemlich gutes The Grain Gate. Das war ja früher das Warenhaus. Ich glaube, die Map heißt noch Warehouse. Oder ist die auch entfernt worden durch den neuen Atlas mit den vier Zonen?
Great Salutation. Das ist jetzt gar nicht. Ja, ist ja Fall auf Oriath. Also, Alira müssen wir nicht. Also Alva, nicht Alira, Alva. Gibt's noch irgendwo Alira? Wahrscheinlich schon. Vielleicht nicht in diesem Game, aber irgendwo in einem anderen Game. Ratten. So, aber wo geht's hier weiter? Brauchen die Tür mit dem toten Soldaten? Da ist zum Beispiel keine. Da ist auch keine, hä? Ja, dann ist er da links. Hier unten ist auch keiner. Nö. Also hier ist auch keiner. Ah, da oben durch wollte ich. Ja. Toll. Hier irgendwo? Da ist, ne, das ist eine Ratte. Ist irgendwas gedroppt? Hm. Kartografer-Schüssel. Dankeschön. Die brauche ich nie. Also eben, da muss man wirklich auch genügend Maps haben. Ja, es ist wirklich dieser eine Eingang. Da oben. Ah, da ist der Todesoldat, den habe ich gar nicht gesehen. Weil er liegt, sonst sind sie immer gebückt. Ja. So, da ist die Gruppe. Es geht Punkt mehr. Das war ein geiler Angriff. Nicht schlecht, cool eigentlich. So, Strongbox. Schon wieder natürlich. Ausgrabungen. Tower Defense. Mochte ich noch nie. Wir spielen ja Bloons 3 oder 5 oder so. Das neue Teil ist, glaube ich, 5 ist. Der neue Teil 6. Ja. Und ich habe einfach 3 ein bisschen zugeschaut bei einem Livestreamer und naja, ich mag Tower Defense überhaupt nicht. Was ich gerne gespielt habe, ist Dungeon Defenders, ist auch ein bisschen Tower Defense. Aber nur der erste Teil. Der kam, glaube ich, sogar nochmals wieder raus in einer neuen Verfassung. Ist genauso schlecht. Naja, qualitativ waren die Spiele nicht, vor allem einfach auch die Maussteuerung. Die Steuerung per Gamepad war tausendmal besser. So, das wollte ich erreichen. Jetzt können wir noch ein bisschen Eis machen. Ja, ganz wenig. Dort werden wir eventuell auch sterben. Weil das natürlich auch ein bisschen schwerer ist, als man jetzt ja, unbedingt braucht. Da es eben nicht balanciert ist. Wobei diese bekommt, einfach so 5 bis 10 Level warten. Ich mach's jetzt einfach nicht. Schild ist eigentlich nicht schlecht. Es hat halt Armor. 5 Chance zu blocken. 21. 21. Ja,
Nicht. 23 ist viel zu wenig. Don't do anything I would. Too many. So, also jetzt alle Skillbücher holen. Nicht vergessen. So. Da haben wir, glaube ich, auch noch irgendwas anderes. Ah, genau, Ringe. Das war nichts. Bei ihm bekommt man, glaube ich, hier in Akt 8 gar nie das. Ja. Die zwei Skillbücher sind unser. Sehr gut. So, Mana-Regeneration könnten wir gebrauchen. Jetzt haben wir an diesem Charakter nicht. Da bekommen wir doch die Puppe hier mehr als genügend, habe ich gemerkt. Lightning Resistance, jetzt haben wir, glaube ich, bald alles. Ja. Ah, genau, hier haben wir noch für Harry Hiris Bite. Haben wir wahrscheinlich nicht. Ist, glaube ich, ein Bogen oder eine Arme. Doch, haben wir. Hiris Bite. Die Shonarot Queen. Dann schauen wir das mal kurz. Hat die schon Queen. Ah, okay, Mudflats. Easy, gehen wir. Ja, toll. Wir müssen es natürlich zuerst reinlegen können. Wir haben alle Properties schon. Machen wir das einfach das nächste Mal. So. Und hier brauchen wir einfach aus dieser Kiste das Schwächste. Ja. Das 45er. So. Okay, Isla. Engineer reporting. Aber bitte keine, die Zielsuche da. Wo diese roten Bubbles, die sich ausweiten. Komm. Aber diese Sucher. Okay, Blitz ist noch nicht aktiv. Stromkabel. Okay, auch wieder ein relativ kleines Gebiet. Nur eine. Schade. Aber ich sehe das, wir machen sehr viel Schaden. Aus. Aus. Fallorb. Sehr gut. Okay, machen wir alles auf, natürlich. Alles öffnen. Aufmachen. This clock is on the verge of chiming. Noch ein, noch zwei, hä? Also noch einen jetzt. So. Okay, nichts mehr aufmachen. Nur noch dieses Tor aufmachen. Nice! Zuerst Saves. Tesore aufmachen. Wunderbar. Ja. Gutes Currency, aber sonst eigentlich gerade so gut. Weil es eben schon mehr als 10 Level zurückliegt.
Kann man nicht mehr öffnen. Also es gibt zwei oder so, die einfach wieder aufmachen können. Boah, was sind das für eine Attacke? Heftigst. Boris Mark ist es ja nicht gerade so gut. Also jetzt, wo die Gegner recht schnell sterben, kann man die besiegen, sonst einfach durchlaufen. Nur die töten, die einfach nachkommen könnten. So, sehr gut. Also, das haben wir abgeschlossen. So funktioniert eigentlich das relativ meistens ähnlich. Oh, viel Crit Multiplayer. Die kann ich auch wieder aufbewahren, weil wir Chisel draus bekommen. Was ein Hämmern? Ach, das ist Schüttel. Ja, sehr, sehr ertragreich gewesen. Gut, als nächstes kommen die 54er. Machen wir das mal kurz. Rare. Ja, mehr Damage. Power Charge könnte schwer sein. Ja, machen wir aber. Gut, im nächsten Part geht's weiter. Tschüss.